Euronews am Abend, schön, dass Sie dabei sind. Das sind unsere Nachrichten heute am 6. August. Wer Handel treibt, ist angreifbar. Drohender Währungskrieg zwischen China und den USA. Wer Schüler wird, muss Deutsch können. Forderungen aus den Reihen der CDU sorgen für Kritik. Und wer betteln will, muss zahlen. Neue Regelungen in einer schwedischen Fußgängerzone. Fast täglich hat US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Wochen gegen China geschossen. In Worten, vorzugsweise auf Twitter, und Taten mit immer neuen Sanktionen. Auch China blieb nicht untätig und soll den Handelsstreit nun auf eine neue Ebene gehoben haben, sagt Präsident Trump. Es geht um die Währung der Volksrepublik. Die Währung als Waffe im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten. Davon könne keine Rede sein, heißt es in einer Stellungnahme der chinesischen Notenbank. China hatte seine Landeswährung zu Wochenbeginn abgewertet und angekündigt, auf die Einfuhr von Landwirtschaftsgütern aus den USA verzichten zu wollen. Die Abwertung des Yuan-Wechselkurses wurde durch den Markt bewirkt. Die chinesische Zentralbank ist darum bemüht, den Wechselkurs stabil und ausgewogen zu halten. Sie hat die Erholung der Weltwirtschaft stark unterstützt. China hat den Wechselkurs nicht als Waffe innerhalb von Handelskonflikten eingesetzt und wird das auch nicht tun. US-Präsident Donald Trump, der China Währungsmanipulation vorwirft, schrieb, riesige Geldmengen strömten in die USA, unter anderem aus China, etwa durch Investitionen. Der Finanzfachmann Steve Pruitt meint, ich weiß nicht, wie lange Präsident Trump den Menschen noch sagen wird, dass die Chinesen den Amerikanern Milliarden Dollar zahlen werden, gerade angesichts der neuen Zölle. Wenn die Menschen in den Laden gehen und etwas nicht mehr 9,99, sondern 11,99 oder 12,99 kostet, dann werden sie es sofort merken. Befürchtet wird, dass sich die Spirale im Handelsstreit zwischen Peking und Washington immer schneller drehen wird und sich auch negativ auf andere Länder auswirken könnte. Eltern schulpflichtiger Kinder wünschen sich die möglichst besten Lernbedingungen für ihren Nachwuchs. In Zeiten, in denen die Frage Abitur ja oder nein oft bereits in der Grundschule beantwortet wird, wollen viele Mütter und Väter leistungsstarke Klassenverbände. Schüler mit Lernschwächen oder anderen Herausforderungen sind nicht immer gern gesehen. Eine Forderung aus den Reihen der CDU in Deutschland hat nun für Kritik gesorgt, nicht nur unter Eltern. Der Gegenwind ließ nicht lange auf sich warten. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann ist mit seiner Forderung, Kinder, die kein Deutsch sprechen, nicht zur Grundschule zuzulassen, auf scharfe Kritik gestoßen. Der Rheinischen Post hatte Linnemann gesagt, wer kaum Deutsch spreche und verstehe, habe auf der Grundschule noch nichts zu suchen. Er schlägt eine Vorschulpflicht für betroffene Kinder vor. Unter Umständen müsse die Einschulung auch zurückgestellt werden. Eine Idee, die in Berlin für mächtig Wirbel sorgt. Linke Chefin Katja Kipping kritisierte, Linnemann gehe mit seinen Äußerungen auf Stimmenfang im rechten Sumpf. Und auch in Linnemanns eigener Partei CDU gibt es Widerspruch. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien etwa bezeichnete die Idee als den völlig falschen Weg. Allerdings, Linnemann erhält für seine Forderung durchaus auch Zuspruch. Junge Union-Chef Tilman Kuban etwa nannte den Vorstoß auf Twitter richtig. Alles andere sei falsch verstandene Toleranz, die niemandem weiterhelfe. Die österreichische FPÖ, 1956 als Zusammenschluss von Liberalen und ehemaligen Nazis gegründet, hat nun in Wien den Vorbericht einer von ihr eingesetzten Historikerkommission vorgestellt. Die Studie war Anfang 2018 nach der sogenannten Liederbuchaffäre in Auftrag gegeben worden. Es ging um antisemitische Trinklieder der Burschenschaft Germania und andere Zwischenfälle. Es ist jetzt schwierig, über 1200 Seiten, ich glaube es sind sogar ein bisschen mehr, ein kurzes Resümee zu geben. Hätten Sie gerne. Was sage ich jetzt bloß? Das, was ich schon gesagt habe, im Wesentlichen ist die FPÖ eine Partei wie jede andere, plus minus, besonders heutzutage. Der Bericht der FPÖ-Historikerkommission wirft politischen Gegnern vor, Einzelfälle aufzubauschen.
Die Anti-FPÖ-Demonstranten in Wien beziehen sich mit ihrem Nazi-Vergleich auch auf das rassistische Rattengedicht, das in einem FPÖ-Parteiblatt ausgerechnet in Braunau, dem Geburtsort Adolf Hitlers, verteilt worden war. Und zwar am Geburtstag des sogenannten Führers. Im Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstands fragte Euronews Bernhard Weidinger nach seiner wissenschaftlichen Einschätzung. Muss man die FPÖ als rechtsextrem bezeichnen? Grundsätzlich steht die FPÖ so weit rechts, dass sowohl inhaltliche als auch personelle Überschneidungen auch zum außerparlamentarischen Rechtsextremismus, Neonazismus fast zwangsläufig sind. Wir stufen die FPÖ als rechtsextrem ein aus verschiedenen Gründen. Da werden einerseits mal ihre internationalen Kontakte zu entsprechenden Parteien und Gruppierungen, die wiederholten Auftritte von einzelnen Parteienvertretern bei rechtsextremen Organisationen, die Förderung rechtsextremer Publikationen in Österreich, die systematische Rahmung aller möglichen Probleme als Ausländerprobleme. Die FPÖ-Studie betont hingegen, dass seit 1983 kein Altnazi mehr für die Partei im österreichischen Parlament vertreten sei. Für viele von uns ist das Bild längst Normalität geworden. In Groß- und Kleinstädten überall in Europa bitten Männer, Frauen und Kinder Passanten um Geld. Vom Supermarkt, vor Sehenswürdigkeiten, auf dem Parkplatz. Ein Dorn im Auge vieler Kommunen, Einwohner und Touristen könnten sich gestört fühlen. Eine Stadt in Schweden glaubt nun, eine Lösung für das Problem gefunden zu haben. In der schwedischen Stadt Eskilstuna, westlich der Hauptstadt Stockholm, brauchen Bettler seit dem 1. August eine Erlaubnis. Diese kostet pro Tag umgerechnet 23 Euro. Viele Angehörige der Roma-Minderheit sind von der neuen Vorschrift betroffen. Schon allein den Antrag auszufüllen ist für sie schwierig. Bianca versteht nicht, was das soll. Sie fühlt sich bestraft. Ich habe doch nichts gestohlen. Wir sind friedlich, greifen niemanden an. Wir sind auch nicht aufdringlich. Wir sagen nur Hallo. Thomas Bergqvist von der Polizei Eskilstuna meint, die Bettellizenz werde für Ordnung sorgen. Wer keine Erlaubnis hat, bei dem werden dann andere Gesetze angewandt, damit das Einsammeln von Geld ein Ende hat. Tausende Roma sind aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn, wo sie häufig verfolgt werden, nach Schweden gekommen und halten sich mit Betteln über Wasser. Kritiker der Maßnahme sprechen davon, dass zum ersten Mal in Schweden Armut bestraft werde. Die neue Bettellizenz lohnt sich für viele nicht. Die 23 Euro am Tag, die die Lizenz kostet, müssen erst einmal erbettelt werden. Notre Dame einpacken? Etwa so wie Christus Reichstag? Oder wie den Atomreaktor in Tschernobyl. So etwa klingt das, was derzeit in Paris diskutiert wird. Es geht um das Blei, das im Dach der Pariser Kathedrale verbaut war und das bei dem verheerenden Brand freigesetzt wurde. Wir fordern eine vollständige Abschirmung der Renovierungsarbeiten, weil durch diese erneut Bleistaub in die Luft gelangen wird. Notre-Dame komplett einzupacken sei nicht vorstellbar, sagt Kirchenchef Patrick Chauvet. Die Arbeiten an der Kathedrale waren wegen des Bleis vorübergehend unterbrochen worden. Zwei Dachgewölbe sind tatsächlich eingestürzt, also können die Bleipartikel durch das Dach austreten. Deshalb sollten wir die Arbeiten aber nicht zu lange unterbrechen, weil wir einen Boden über der Kathedrale errichten und eine Art großen Schirm aufstellen müssen, um sowohl die Kathedrale als auch die Anwohner und alle Pariser Bürger zu schützen. Der Austritt des giftigen Metalls Blei aus der Kathedrale macht jedenfalls einigen große Sorgen. Die Rechercheplattform Mediapart hatte von erhöhten Bleiwerten im Umkreis der Kathedrale berichtet. Schulgebäude in der Nähe wurden vorerst geschlossen. Die Umweltorganisation Robin des Bois hat inzwischen Klage erhoben, weil die Behörden die Bürger nicht ausreichend geschützt haben sollen. Gedenkzeremonie zum 74. Jahrestag des Abwurfs einer US-Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima.
Um 18.15 Uhr Ortszeit, dem Zeitpunkt, als der US-Bomber die erste im Krieg eingesetzte Atombombe über Hiroshima abgeworfen hatte, legten die Menschen eine Schweigeminute ein. Der Bürgermeister von Hiroshima rief zur atomaren Abrüstung in der Welt auf. Auch Japans Ministerpräsident Shinzo Abe warnte: Unser Land hat die nukleare Hölle erlebt. Allein deshalb wollen wir eine atomwaffenfreie Welt. Das war schon immer das Ziel Japans und das wird es auch weiterhin sein. Zehntausende Bewohner waren damals sofort tot. Insgesamt starben bis Ende 1945 schätzungsweise 140.000 Menschen. Euronews am Abend, das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sind morgen wieder für Sie da und bis dahin auch im Internet, auf unserer Website und in den sozialen Medien. Tschüss.